Wir starten mit der Aufnahme der Bündchenmaschen. Wenn ihr hier einen Faden noch habt, könnt ihr den gerne dran lassen. Der verschwindet nachher im Tunnel, sodass ihr ihn vorher nicht vernähen müsst. Wichtig ist, wir schlagen von der linken Seite an. Also drehen alles auf links. Wir starten an der Schulternaht und gehen über ins Vorderteil. Es wird eine gestrickt, dann folgt ein Umschlag. Eine stricken, ein Umschlag. Eine stricken, Umschlag. Und wiederholen das bis zum Ende der Runde. Dabei lasse ich nach jeder dritten Masche eine Reihe aus und gehe dann weiter runter ins Vorderteil. Dort nehme ich jede Masche auf und im Rückenteil nehme ich auch wieder jede Masche auf. Wieder ein Umschlag, eine Stricken, ein Umschlag. Bis zum Ende der Runde. Nachdem du alle Maschen aufgenommen hast, starten wir mit der Hauptfarbe. Den Anfangsfaden legst du einfach nach vorne. Die erste Masche wird wie zum Linksstricken abgehoben, dabei bleibt der Faden hinter der Arbeit. Die nächste Masche wird links gestrickt, wieder eine Masche abheben wie zum Linksstricken, der Faden bleibt hinten. Eine links, eine abheben mit dem Faden hinter der Arbeit, eine links stricken, eine abheben, eine links stricken, eine abheben mit dem Faden hinten, wieder eine links stricken, bis zum Ende der Runde. Eine abheben, eine links stricken, eine abheben, eine links stricken. In der nächsten Reihe legen wir, oder für die nächste Reihe legen wir den Hauptfaden nach hinten und nehmen die Kontrastfarbe dazu, die hinterher innen erscheint. Wir starten mit einer Masche rechts, eine wie zum Linksstricken abheben, der Faden ist vor der Arbeit. Eine rechts, den Faden vor die Arbeit legen und eine Masche wie zum Linksstricken abheben. Eine rechts, Faden vor die Arbeit links abheben. Eine rechts, wieder den Faden vor der Arbeit und eine Masche links abheben. Auch wieder bis zum Ende der Runde. Eine rechts, eine links abheben. Eine rechts, links abheben. Letzte wird wieder abgehoben. Wir gehen wieder zur Hauptfarbe, legen den Kontrastfaden nach vorne, und auch den Endfaden. Und starten wieder mit einer Masche
wie zum Linkstricken abheben. Dabei bleibt der Faden hinten. Legen den jetzt wieder vor, damit wir eine links stricken können. Wird eine links gestrickt, eine wie zum Linkstricken abheben. Der Faden ist wieder hinter der Arbeit. Eine links stricken, eine abheben, links stricken, eine abheben, wieder bis zum Ende der Arbeit. Und die letzten Maschen. Eine abheben, eine links stricken. Wir wechseln wieder zur Kontrastfarbe. Der Hauptfaden kommt hinter die Arbeit. Die Kontrastfarbe ist vorne. Und wir wiederholen die letzte Runde mit der Kontrastfarbe. Also eine rechts stricken, eine wie zum linken Stricken abheben, dabei liegt der Faden wieder vor der Arbeit, eine rechts stricken, eine links abheben, eine rechts stricken, Faden vor die Arbeit, eine links abheben. Eine rechts stricken, eine links abheben. Wieder bis zum Ende der Runde. Eine wie zum links stricken abheben, eine rechts stricken, links abheben, rechts. Jetzt kommen schon die letzten Maschen in der Kontrastfarbe. Links abheben, rechts stricken, links abheben. Der Faden der Kontrastfarbe kann abgeschnitten werden, da ich den Rest in der Hauptfarbe weiterverarbeite. Hier kann man schön sehen, der Rand ist dicht und gleichmäßig außen, selbst in den Rundungen kann man sehen, vorne am Halsausschnitt, ich werde es nachher mal rumdrehen, dass es auch von links gestrickt auf der rechten Seite gut aussieht. Die letzte Runde, die Abschlussrunde, wird mit der Hauptfarbe gestrickt. Dafür stricken wir wie folgt zwei Maschen links zusammen. Zwei Maschen wie zum Rechtsstricken abheben. Zurück auf die linke Nadel und links zusammenstricken. Nochmal abheben, abheben, auf die linke Nadel und zusammenstricken. Wie zum Rechtsstricken abheben und zusammenstricken. Abheben, abheben und links zusammenstricken. Bis zum Ende der Runde. Wir stricken jetzt in der Hauptfarbe weiter. Vorausgehend war das Atelier Neckband in zwei Farben. Inside out, also von links gestrickt, anstelle von rechts. Generell kann man, wenn man noch Fäden am Halsausschnitt hat, diese wunderbar im Tunnel vom Neckband verschwinden lassen. Der wird einfach durchgezogen und ist somit weg. Ich drehe das Ganze jetzt mal um. So kann man sehen, wie es sich jetzt schon macht, ohne dass es gespannt oder gebügelt ist. Der Halsausschnitt ist super elastisch. Das Neckband ist schön zu sehen von innen
Es ist alles sauber, auch hier auf der Seite. Und von vorne sieht es einfach ordentlich und gepflegt aus. Lieben Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wenn du magst, like doch einfach dieses Tutorial und folge mir, damit du keine Folge von neuen Tipps im Bereich Stricken verpasst. Danke sehr.